Jetzt kommt das Sentimental, den gibt es bei mir öfters, weil das muss ich schnell erzählen, ich war vor ein paar Wochen mit ein paar netten Leuten am Lagerfeuer gesessen, ich habe die Gitarre dabei gehabt, zufällig, weil ich bin eigentlich kein Lagerfeuermusikant, also ich hätte gern zu, wenn das jemand macht, aber ich so selber klagen in der Wind am Lagerfeuer, habe ich da gar nicht drauf. Jedenfalls, klar, wir sind da gesessen, es war gemütlich und dann kam einer her natürlich und hat gesagt, du machst nicht mit der Gitarre spielen, dann machst du gerade neue Sachen. Und ich habe gesagt, nein, hab ich keine Lust drauf. Nein, halt nicht, halt mich der eigentlich bloß noch. Aber nach dem dritten Bier dann, also es waren so kleine Bier, sehr kleine Bier, also nicht so groß. Aber trotzdem war die Stimmung dann schon ein bisschen gelöster und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich halt eins oder zwei. Dann habe ich drei Lieder gespielt so und nach dem dritten Lied hat dann eine gesagt, du Mani, das finde ich super cool, was du so spielst, da gefallen mir echt gut die Songs. Aber es war schon mit so einem Unterton, ne? Da hat man schon gedacht, okay, da kommt noch was, aber hat es gesagt, kannst du mal was Lustiges spielen? Und das ist bei mir ein bisschen ein Problem, weil ich bin vom musikalischen Sternzeichen her so eher ein Moll. Also das ist, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und das nächste Lied, das heißt der Birkenwind, das ist natürlich auch sentimental. Wer macht jetzt da das Licht an? Jetzt sah das Licht wieder aus, danke. Du kannst schon gescheiten sentimental, wenn du das Licht an. Also. Der Birkenwind. Asphaltiert, der Birkenbaum.
ein Holzkorn. Und die Schaukel haben wir unterwegs verloren. Doch die andere ist immer noch da. Ab und zu gebe ich ihr Rosinen. Vom Boden.